Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich zunächst ein wenig gewundert über die Anfrage der CDU, was natürlich auch ein Stück weit daran liegt, dass wir im Gleichstellungsausschuss, aber auch hier, ständig dieses Thema debattiert haben und der Bericht von 2011 durchaus ergänzt wurde von einem Bericht in 2012 und dass wir hier auch letztendlich nochmal dargestellt haben. Nichtsdestotrotz finde ich es immer gut, wenn wir darüber nochmal sprechen. Das kann gar kein Fehler sein. Ich würde trotzdem Herrn Hinners gerne in den Gleichstellungsausschuss einladen wollen, um das nochmal dort ganz gerne mit uns aufzuarbeiten, weil anscheinend sind die Berichte nicht so vollständig bei der CDU angekommen. Aber ich möchte nochmal auf das Thema als solches eingehen. Häusliche Gewalt als solches gibt es ja nicht. Also das sind ja durchaus unterschiedliche Gewaltformen, mit denen wir es zu tun haben. Uns ist es richtig, sie wird überwiegend von Männern gegenüber Frauen ausgeübt. Das ist letztendlich ja auch nicht weiter verwunderlich. 2012 hat das BMFSJ den Bericht Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen veröffentlicht. Auch eine sehr interessante Studie. Und darin wird bereits deutlich, dass sich die Herangehensweise auch verändert. Der Begriff häusliche Gewalt stellt ja den Tatort zu Hause in den Mittelpunkt. Und die gemeinsame Wohnung ist es ja in vielen Fällen nicht mehr. Meine Kollegin Frau Böschen hat darauf hingewiesen, gerade diese Risikogruppen bedeuten ja auch gerade diese Trennungssituation. Das ist ja ganz logisch, wenn es geht es hier darum, dass sich Frauen aus einem bestimmten Beziehungsfeld herauslösen und dann natürlich entsprechende Aggressivitäten auslösen. Das finde ich eine sehr nachvollziehbare Argumentation. Auch in anderer Hinsicht entspricht es ja nicht mehr der klassischen Vorstellung. Das ist ja so, dass dieser Tatkontext kultureller Hintergrund, und dann passiert das eben üblicherweise in häuslicher Gewalt, das ist ja nicht wirklich immer die Realität. Und wir haben zum Beispiel, also das koppelt sich daran nicht die Trennungssituation, sondern insbesondere dann auch, wenn es sich um einen Migrationshintergrund handelt, dann ist es ja so, es sind unterschiedliche Anforderungen bei diesen Kulturkreisen. Und es ist interessanterweise, dass die Suizidrate bei jungen Türkinnen ja entsprechend höher ist als vergleichbare Gruppen im deutschen Zusammenhang. Und das, finde ich, muss uns zu denken geben. Wir müssen uns also so von dieser grundsätzlichen Vorstellung einer weiblichen Passivität eigentlich ein Stück weit trennen, sondern es geht darum, auch die weibliche Rollenveränderung in den Blick zu nehmen, die durch diese als Auslöser wirkt. Ich finde es wichtig, und das kann man nicht oft genug betonen, dass diese Risikogruppe, nicht nur die Frauen mit dem türkischen Hintergrund, Kontext von Scheidung und Trennung, sondern dass es durch alle Schichten durchgeht und explizit auch nochmal die gut ausgebildeten Frauen ab 45 trifft. Also wir müssen nicht uns einbilden, dass das nur vermehrt in bestimmten Zusammenhängen der Fall ist. Das finde ich ganz bemerkenswert. Und das ist sozusagen das etwas, wo wir uns aber dann auch sagen müssen, wir haben es angesprochen, es gibt bei uns ein relativ gut ausgebautes Hilfesystem, aber es ist gnadenlos unterfinanziert. Das ist leider der Fall. Da gibt es eine große Lücke und wir müssen auch mal sagen, für migrantische Organisationen haben wir diese Lücke. Wir haben in all diesen Berichten festgestellt, dass wir präventive Maßnahmen gerade in diesem Zusammenhang explizit brauchen und hier Bremen nicht gut aufgestellt ist. Ich möchte auch noch mal an der Stelle sagen, wir haben hier diese Problematik der Finanzierung der Frauenhäuser auch schon häufiger angesprochen. Selbstverständlich haben die Frauenhäuser hier ein Riesenproblem, wenn sie Frauen aufnehmen, die nicht entsprechend über das SGB abgesichert sind, sondern es wird nicht finanziert aktuell. Das trifft dann tatsächlich Frauen aus migrantischen Zusammenhängen genauso meinetwegen wie Studentinnen. Und dieses Problem haben wir nach wie vor nicht gelöst. Und wir haben jetzt, glaube ich, wenn ich mich rechtlich erinnere, 20.000 Euro eingestellt. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da brauchen wir weiter. Diese Maßnahmen müssen ausgebaut werden, weil wir diesen Zusammenhang ständig beklagen. Und da komme ich nochmal drauf zurück, dass ich eigentlich sagen muss, es wäre schön, wir würden das nicht nur im Gleichstellungsausschuss debattieren, sondern das würde in allen Debatten letztendlich immer wieder als Querschnitt gesehen würde, sondern dass man sich das auch hier entsprechend ansieht und in anderen Deputationen. Und zwar betrifft das die Gesundheitsdeputation, die Sozialdeputation und den Haushalts- und Finanzausschuss, nur mal als Beispiel. Insofern muss ich sagen, Herr Hinners, gute Idee, wenn ich auch davon ausgehen muss, dass nicht alles bei Ihnen angekommen sind, aber gut, dass wir das hier diskutieren. Nächster Redner, Kollege Fecker, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.